Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 3. Advent. 12 Tage vor Heiligabend laden wir Sie ein, etwas Ruhe zu finden. Wir denken beim Beten, Singen und Hören auf Christiane Bergstressers Musik über Demut nach. Dabei soll uns 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5 helfen. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Gesungen und auch wirklich brennenden Kerzen feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Lieber Gott, wir haben die letzten Wochen viel erlebt. Du hörst uns, wenn wir dir in der Stille sagen, was uns gerade Kraft gibt, aber auch, wo wir gerade nicht zu Recht ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Gott des Lichtes, du gehst mit uns durch helle und dunkle Tage. Du begleitest uns durch Freude, aber du bist auch in der Trauer da. Zu dir dürfen wir klagen über Tage, an denen wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Du bist bei uns, wenn wir Gottesdienst feiern. Und da tut es gut, dich, lieber Gott, anzurufen. Lass uns dein Licht entdecken in allen Dunkelheiten. Segne uns
Gib uns Freude, Kraft, Gesundheit und Lebensmut. Herr, erbarme dich. Der Apostel Paulus schreibt den Menschen in Korinth über Demut. Dabei bittet er sie auch, nicht ohne Grund und nur wohlwollend über andere Menschen zu urteilen. Paulus schreibt: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich nicht selber. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, da auch uns ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Selig sind die Demütigen, die darauf verzichten, andere zu richten. Selig sind, die sich von Gottes Wort beruhigen und bestärken lassen. Amen. Barmherziger Gott, bitte segne meine Worte und unsere Gedanken über Pinguine, Geduld, Wohlwollen und Toleranz. Amen. Liebe Gemeinde, vor 20 Jahren machte ich ein Auslandsjahr in Santiago de Chile. Und Weihnachten reiste ich nach Patagonien in den tiefsten Süden des Landes. Nahe der Stadt Punta Arenas zeigte mir ein befreundeter Pfarrer einen Nationalpark mit Pinguinen. Ich habe ihnen ein Bild
geben am Eingang, wie die Pinguine in Patagonien so Weihnachten feiern. So sieht es da aus. Ich glaube nicht nur an Weihnachten, das ganze Jahr. Und obwohl es da so aussieht, feiern die Chilenen Weihnachten oft als Grillfest draußen in ihrem Garten. Seither faszinieren mich Pinguine und irgendwann habe ich dann auch einen geschenkt bekommen, den habe ich mitgebracht und der ist von der Größe her ungefähr so groß wie die da in Chile, die ich gesehen habe. Wenn man dann noch ein paar Tage mit dem Schiff in die Antarktis fährt, was ich zeitlich nicht geschafft habe, dann kann man diese Pinguine sehen, die Sie kennen, die so richtig groß sind und völlig im Wrack. Und schwarz-weiß. Die Bibel erwähnt Pinguine nicht extra. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber in der Schöpfungsgeschichte steht, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, Vögel sollen fliegen auf Erden unter dem Himmel und Gott sah, dass es gut war. So glaube ich, Gott sah auch, dass die Pinguine gut waren. Liebe Gemeinde, im ersten Brief an die Korinther bittet Paulus mich, dass ich mich selbst und andere nicht richten und verurteilen soll. Er sagt, jeder halte uns für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Mir ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde, sagt Paulus, oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Gott, der Herr, ist, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, denn er wird auch das ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. Und dann, jetzt kommt's, wird jedem, so sagt Paulus von Gott, Lob zuteil. Liebe Gemeinde, in einer schönen Geschichte rät auch der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen, sich selbst und andere nicht zu richten und zu verurteilen. Ganz im Sinne von Paulus' Text. Mir gefällt diese Geschichte, die Sie vielleicht schon kennen. Sie ist sehr berühmt, weil auch ein Pinguin drin vorkommt. Hirschhausen erzählt von einem Zoobesuch in Norwegen. Er sagt, da stand ein Pinguin auf einem Felsen und ich hatte Mitleid mit diesem Pinguin. Du musst auch Smoking tragen. Und wo ist eigentlich deine Taille? Und hat Gott deine Knie vergessen? Mein Urteil zu Hirschhausen über diesen Pinguin, totale Fehlkonstruktion. Er erzählt aber weiter, dann sah ich durch eine Scheibe ins Schwimmbecken der Pinguine. Da sprang mein Pinguin ins Wasser und schwamm dicht vor meinem Gesicht. Und jetzt war er in seinem Element. Ein Pinguin ist 10-mal windschnittiger als ein Porsche. Und mit einem Liter Sprit käme er umgerechnet über 2500 Kilometer weit, hat Eckart von Hirschhausen für uns ausgerechnet. Er ist ein sehr guter Schwimmer, Jäger und Tänzer und ich urteilte Fehlkonstruktion. Die Begegnung mit dem Pinguin lehrte mich zwei Dinge, sagt der Kabarettist. Erstens, wie schnell ich oft richte und urteile und wie ich komplett daneben liegen kann. Und zweitens, wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man kann, von anderen dann gut beurteilt und gerichtet wird. Liebe Gemeinde, ich selbst, ich möchte immer neu lernen, in jeder und jedem erstmal voller Wohlwollen einen geheimnisvollen Pinguin zu sehen, von dem Gott sagte, ich sah, dass es gut war. Ein Geschöpf Gottes, von dem ich nicht weiß, ob es gerade fröhlich schwimmt und in seinem Element ist oder gestresst auf einem Felsen herumtapst. Paulus mahnt uns, als Diener Christi tolerant zu sein. Er sagt, verurteilt andere im Zweifelsfall lieber nicht zu schnell. Ihr kennt nicht das Geheimnis, das Gott in ihre Seelen gepflanzt haben könnte. Deshalb sagt auch Jesus in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge,
und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge. Liebe Gemeinde, Pinguine sind in diesen Zeiten für uns nicht immer gute Vorbilder. Sie sind zwar viel an der frischen Luft, aber im Rudel halten sie keine 2 Meter Abstand. So schützen und wärmen sie sich nicht ganz Corona-konform. Seit dem Beginn der Pandemie empfinde auch ich das Leben als stressiger. Und bei so vielen Menschen liegen die Nerven blank. Ich verstehe Menschen, die nach 4 Stunden Warten im Regen aggressiv schreien, wenn der Sicherheitsdienst das Impfzentrum vor ihnen schließt und dann nochmal, wenn sie in der Tagesschau hören, dass der Impfzwang dann alle Probleme löst, die sie in diesen 4 Stunden im Regen nicht lösen konnten. Die Corona-Pandemie bringt auch mich ständig in Situationen, für die ich nicht gemacht bin. Konstruktionsfehler in dieser Pinguin. Aber gerade dann will ich Gott um Hilfe bitten. Guter Gott, bitte hilf mir, in Menschen, die mich stressen, schöne, geheimnisvolle Pinguine zu sehen. Oder mit Paulus Worten. Gott ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis Gott kommt. Denn dann wird Gott jede und jeden von uns loben für unsere Mühen. Nicht nur in Corona-Zeiten, aber jetzt vielleicht ganz besonders. Und der Friede Gottes, der größer ist als eure Vernunft, meine Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Der Auferstehung und des Lebens, wir beten zu dir für alle, die gerade trauern um Verstorbenen. Bitte gib ihnen viel Kraft, Trost und Mut, das Leben neu zu meistern. Gemeinsam rufen wir. Guter Gott, du bist das Licht der Welt. Danke für deinen Segen und deine Zuwendung in diesem Gottesdienst. Bitte lass uns diese weiter komplizierte Adventszeit gut durchstehen bis zu den Feiertagen. Bitte lass uns geduldig und stark in die Woche gehen. Bitte bewahre uns davor, andere zu verurteilen mit Worten, Taten und Gedanken. Segne alle, die politisch und wirtschaftlich Angebote im Internet verantworten,
damit sie darauf achten, dass andere Menschen nicht verurteilt, gemobbt und bedroht werden. Gemeinsam rufen wir: Solidarischer Gott, wir bitten dich für alle Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Hunger. Lass die Menschen in reichen Ländern wie Deutschland barmherzig gegenüber ihnen sein. Gemeinsam rufen wir. Gott des Trostes, wir beten zu dir für alle, die im Advent vor Stress und Sorge kein Licht mehr sehen. Schick ihnen Menschen, die ihnen helfen. Schenk ihnen Ruhe und Abstand von ihren Sorgen. Lass sie Kraft finden in Christus, deinem Licht. Gemeinsam rufen wir: gemeinsam Jesus mit seinen Freunden gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Worte des Paulus an die Korinther sollen auch uns Kraft geben für die kommende Woche. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird auch einer jeder und einem jeden von Gott Lob zuteil werden. In diesem Sinne, vielleicht auch Gedanken an unsere Freunde, Pinguine, empfangt nun Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.